Ach, Leute. Nein, 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 nein. Hallöchen. Minecraft Hardcore. Und du kannst ganz hart auf Like und Abo drücken, wenn du es noch nicht getan hast. Du bist heute dran. Wir bauen nämlich heute eine Gürteltierfarm. Wir wollen ja unsere Wolfsarmee machen für den Wizard. Und wir brauchen ganz viel Rüstung. Und dafür brauchen wir den Gürteltierkram. Den gibt es auf verschiedene Weise. Und erstmal muss ich gerade gucken. Haben wir alles, was ich brauche? Nope. Nö, haben wir nicht. Aber ich gehe erstmal schlafen. Ey, ey, ich will schlafen. Na gut, dann esse ich schnell noch was. Bevor man ins Bett geht, nochmal den Bauch voll sensen. Immer eine gute Idee. So, wir brauchen erstmal ein bisschen Holz. Wow, ein Holz, Axt kaputt. Wir brauchen erstmal ein bisschen Holz, weil wir brauchen Hühner. Weil wir Federn brauchen. Ich baue jetzt einfach mal, ich glaube hier. Ich glaube, ich baue einfach hier. So, machen wir ein bisschen Platz. Bauen wir jetzt einen kleinen Hühnerstall. Das wird wirklich ganz einfach, ne? Also machen so. Dann lassen wir mal drei frei so, drei frei in die andere Richtung, so und drei in die Richtung, so. Wirklich, also wirklich super simpel. Und dann machen wir hier, wir machen das Ganze vier hoch. Dann habe ich zum Glück noch ganz viel Zaun. Also hier vorne kommen wir natürlich rein. Und hier machen wir jetzt so zwei Reihen hoch einfach Zaun, damit man auch so ein bisschen in den Hühnerstall reingucken kann, wenn man möchte, ne? So, dann machen wir jetzt so Treppen drunter. Die Hühner sollen natürlich nicht abhauen können. Vorne rein, Zaun, ein Tor. Wie auch immer das passiert ist. Für den Boden klaue ich mir mal Strohballen im Dorf. Damit das einfach... Es sieht ein bisschen mehr nach Hühnerstall aus, wenn da so ein Strohboden drin ist, ne? Guck doch nicht so. Ich bin der Bürgermeister, ja? Das ist meins. Ja? Verdünnisier dich mal wieder schön. Ich habe eine Wolfsarmee. So, die Ballen hier rein. Man könnte jetzt natürlich auch... das Ganze automatisieren, dass man gleich Hühnerfleisch und Eier und alles bekommt, aber ehrlich, brauche ich eigentlich nie. Deswegen mache ich es nicht. Und jetzt machen wir hier einfach Stufen. Also wir machen so ein flaches Dach. Kein ganz flaches, aber einfach so mit Stufen rüber fertig, ne? Weißt du, was ich mache? Ich mache hinten die Wand nochmal weg. Die mache ich dann geschlossen. Und dann habe ich genug Zäune, um die anderen zwei Wände einfach hier so. Und hier hinten machen wir geschlossen, damit die auch so ein bisschen windgeschützt sind, ne? Aber nur ein bisschen. So, einfach zu. Ja, dann stapeln wir hier so ein bisschen Stroh, was wir für die brauchen. Irgendwie. So, da hängen wir noch eine Laterne hin. Oder da drüber hängen wir eine Laterne, das geht auch. Die Werkbank können wir stehen lassen. Ja, finde ich okay. Jetzt brauchen wir Hühner. Hallöchen Hühner. Schön, dass ihr schon mal Eier gedroppt habt. Aber ich brauche eure Federn. Das heißt, es wird für euch nicht besser ausgehen, sondern eher schlechter. So, bitteschön. Jetzt werden hier erstmal Eier getauscht. Super. Und schon haben wir einen ersten Nachwuchs. Und das Ding ist halt, man könnte jetzt hier unten Trichter hinmachen und Teppich drauf, damit man dann direkt die Eier einsammelt und so weiter. Nein, wir machen jetzt keine Eierfarm hier. Aber, nein, sag mal, was ist los mit dir? Du bleibst mal schön da drin, mein Freund. Ein wildes Huhn. Wir wollen die Federn. Wir müssen uns ganz leise ranschleichen. Okay, war nicht gut. Nochmal. So, wir haben Federn. Das ist schon mal gut. Die anderen zwei Hühner nehmen wir mit, dann kriegen wir die schneller vermehrt, ne? Hühnchen, Hühnchen. Hallo, meine Hühnchen. Kommt mal mit. Weiter geht's mit dem Nachwuchs. Ey, ihr seid Hühner. Wollt ihr nicht schon wieder? Schade. Aber wofür die Federn? Wir können nämlich aus einem Stock, einem Kupferbarren und einer Feder ein Pinsel machen. Und mit dem Pinsel können wir jetzt hochgehen zu unserem Spider-Dillo da oben wieder. Ne? Den können wir nämlich pinseln. Und das war's. Wir kriegen vier Schalen raus. Das ist, ja, das ist sehr teuer. Das werden sehr, sehr viele Pinsel. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit. Die ist nicht so schnell, zumindest am Anfang nicht. Aber dann braucht ihr keine Pinsel. Ist unser Kollege hier noch drin? Jo, der ist noch da drin. Sehr, sehr cool. Okay. Oh, da haben wir auch eine bekommen. Hier lag auch noch ein Gürteltier. Wie heißt das? Gürteltier Hornschild. Das ist auch ein Name. Denn die droppen ja alle 5 bis 10 Minuten eine Schale. Das heißt, wir müssen nichts dafür tun. Wir müssen sie nur maximal vermehren. Wir brauchen also unheimlich viele Gürteltiere auf dem Trichter. Das heißt im Klartext, wir machen hinter die Hühner, ne? Wir verstecken das jetzt hier. So. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Glas. Wir könnten auch
Akazienholzbretter nehmen? Ja, komm, nehmen wir Bretter, dass man es nicht sieht. Fände ich irgendwie besser. Aber dann machen wir einfach so und ja, so. Und dann mache ich jetzt mal kurz eine Treppe hoch, dass wir hier hochlaufen und die hier reinsetzen, die Gürteltiere. Leine, kommst du? Danke. Und jetzt hier, kommst du? Dann komm, mein kleines Gürteltierchen. Au. Oh. Ja. Da hat man dann auch mal wieder die Rückseite rasiert. So, die hier machen wir gerade mal. Komm mit, klein. Oh, der Arme. Der Arme. Oh, mit den kurzen Beinchen. Och, der Arme. Der wird hier voll durch die Gegend gezerrt. Ja, super. Kommst du mit? Komm. Auf. Und schwupp. Super. Haben wir den auch schon mal. Hat man die nicht mit Weizen vermehrt? Warte, ich bin verwirrt. War das nicht Weizen? Nee, gar nicht. Es waren doch Spinnenaugen. Weil die fressen ja auch im Real Life halt Spinnen. Ne? So, deswegen Spinnenaugen. Habe ich irgendwo Spinnenaugen? Eins. Ich brauche mehr Spinnenaugen. Okay, wir müssen auf eine Spinnenjagd gehen. Oder wir hatten auch einen Spinnenspawner unten im Keller. Aber ich mache jetzt keine Spinnenspawner-Farm. Das, nee. Aber jetzt sammeln sich hier langsam die Schalen. Das ist schon mal gut. Und dann machen wir zack, zack. Und kriegen so eine Armor. Und was ich mich jetzt frage ist, ob ich die färben kann. Ich weiß nicht, ob ich die direkt mitfärben muss oder nicht. Wir probieren es einfach mal aus. Wir machen mal Farbstoff. So, und gucken, ob wir den mit dazu klemmen müssen oder nicht. So wie bei Wolle zum Beispiel. Nein, nein, nein. Okay, zweimal Wolfsrüstung. Kann ich die so einfärben? Ja. Ja. Okay, ich will eine Armee von Rot haben. Das hier ist unser Anführer, weil der ist nicht gefärbt. Ich krieg das nicht wieder runter. Und der Rest kriegt alles Rot. Rot hier, rot. Gib mir rote Farbe. Juhu. Geil. Das ist ja mega geil. Oh, wir müssen uns eigentlich alle Farben angucken, ne? Kann ich die wieder umfärben? Oder wird die... Oh, die wird dann orange. Stimmt. Ja, dann hier. Orange. Nimm. Ja, cool. Das ist ja mega cool. Paar Pinsel. Und schon haben wir die Wolfsrüstungsarmee fertig. Aber die müssen wir auch noch vermehren. Habe ich noch Knochen? Ach nee, die brauchen ja Fleisch, keine Knochen. Upsi. Upsi. So, komm, gib mal ein bisschen was ab hier. Was ist denn los mit euch? Ihr könnt ruhig mal was rausrücken hier. Danke. Oh, ich hätte denen auch das verrottete Fleisch geben können, ne? Ja, ups. So. Oh, diese ganzen Babyhunde hinzusetzen ist ja super anstrengend hier. Da ist auch noch einer drin hier. Wir brauchen so viele Pinsel. Oder wir müssen so lange warten, je nachdem. Hühner. Hier. Da und... Ja, komm doch mal her. So. Oh, guck mal, da ist ein Creeper in unserem Instant-Haus gespawnt. Hallo, Kollege. Das gehört aber nicht dir. Ich hab den Sound. Ja. Ja. So. Okay. Überhaupt nicht nervig, der Sound. Nein, nein. Nö. Alles gut. Okay. Wir brauchen Rädern. Wir können also... Ja. Und wir brauchen... Oh, warte. Wir brauchen noch Eichenholzsetzlinge. Ich guck mal, ob wir noch welche haben. Sieht schlecht aus. Dann müssen wir ein paar Bäume fällen. Weil ich würde nämlich gerne... Ich habe eine Idee. Den Enderdrachen mit Bienen zu besiegen. Also den Wither mit Hunden und den Enderdrachen mit Bienen. Und natürlich müssen wir hier den Weg noch anschließen, ne? Der muss noch hier rüber am Zaun entlang. Arbeiten, die immer aus dem Video rausgeschnitten werden. Im Großteil verbringt man damit Ressourcen, irgendwo einsammeln zu gehen. Der Diamantschaufel. Und die verzaubern wir jetzt einfach mal auf gut Glück. Ich meine, es fehlen zwei Level. Wir gucken mal, was wir kriegen. Aber ich werde jetzt, glaube ich, da nicht irgendwie... So, auf gut Glück. Was kriegen wir? Effizienz 3. Haltbarkeit 3.
Ja, okay, wir müssen die zwei... Komm, wir holen gerade die zwei Level. So lange dauert das nicht, ne? Oh nein, er wehrt sich. Er will nicht. Nein. Nein, ich will nicht abgespült werden. Nein. Okay, verloren. Okidok. Und jetzt, wo es gerade dunkel ist, ich weiß, es ist Hardcore, wir dürfen nicht sterben, könnten wir aber mal gucken, ob wir ein, zwei Spinnen finden für Spinnenaugen, damit wir unsere Gürteltierchen, unsere Armadillos vermehren können. Creeper, 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 Creeper. Ja, aber klar. Was mache ich denn mit dir hier, sag mal? Was mache ich... Na warte, dann brauche ich ein Boot, ne? Ich habe gerade kein Holz. Warte, ja, ja, folgt mir mal. Sind das hier ganze Blöcke? Ja, machst du super. Ey. So, schnell eine Werkbank. Die haben wir schon mal. Ja, komm, geh weg, lass mich in Ruhe. So, jetzt mal wieder schnell ein Boot. Zack. Und dann muss ich dich noch irgendwo einsperren, wo du... Ja, oder so, warte, hier, hier. Zack. Super. Geht doch. Ein Wunder der Physik. Niemand weiß, wie das funktioniert. Aber ich nehme das Holz jetzt, um dem einfach so ein Dach zu bauen, damit der nicht verbrennt. Im Boot despawnt er ja nicht. Mit dem Dach verbrennt er nicht. Ja, Dick. Nein, Creeper. Na, ah. Das ganze Dorf hängt schon in dem Loch da und der Creeper muss natürlich da reinhüpfen. Okay. Hallo, meine Armadillos. Na? Wollt ihr was essen? So, bitteschön. Da macht man Nachwuchs, damit wir mehr Schalen bekommen. Guck mal, sind schon wieder 6 Stück drin. Ist ja mega gut. Das ist ja mega gut. Wenn wir da irgendwann 20 von den Dingern drin haben, dann kriegen wir so schnell die Schalen. Oder wir pinseln halt. Das können wir auch. Warte, Hühner vermehren. Weil einen Pinsel würde ich gerne auch gleich noch machen. Nur noch 4 Weizenkörner. Okay. Oh, hier. So, mehr habe ich nicht. So, jetzt möchte ich erstmal was zu essen hier. Ich habe ja nichts mehr zu essen. Aber ich frage mich gerade, ob wir... Also, ob es nicht mehr Sinn macht, die Bienen beim Enderdrachen zu züchten, als dass wir das hier machen. Wir könnten hier jetzt natürlich eine schöne Bienenfarm aufstellen, aber die Bienen dann von hier bis zum Enderdrachen zu kriegen, ist halt ultra schwer. Also... Da brauchst du ja 1000 Leinen und musst die dann überall mit hinnehmen bis zum Portal und so. Deswegen macht es, glaube ich, mehr Sinn, die Bienen beim Enderdrachen zu zünden. Aber Bienen! 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 Und nein, ich automatisiere das alles nicht. Dafür haben wir Videos auf dem Kanal. Also, egal welche Farm du suchst, du findest ein Video dazu. Das Einzige, was wir automatisieren werden, ist eine Raid-Farm, weil ich brauche Totems. Totems, Totems, Totems. Ich sterbe nämlich sehr, sehr gerne beim Enderdrachen. Aber wir brauchen jetzt eigentlich noch einen kleinen Weg zu den Bienen. Und wir wollten die Schaufel verzaubern, genau. Die Schaufel. Und? Haltbarkeit 3. Oh, okay. Ja, okay. Wäre schön, wenn jetzt noch Effizienz drauf gewesen wäre, aber... So, haben wir auch noch eine Schaufel. Jetzt brauchen wir nur noch eine Axt. Ja, komm. Gehen wir gerade... Ja, lass doch gerade Level-Dings machen und dann holen wir die Axt. Und mit der Schaufel machen wir gerade mal einen Weg rüber zu den Bienen. Oh, ein Zombie in Rüstung. Hallo, 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 hallo. Danke. Cool. Jetzt habe ich ein Kettenhemd. Ich kriege meine Kettenrüstung noch zusammen. Müsste der die nicht zombifizieren? Sieht auf jeden Fall aus wie so ein Pinball-Automat. Ach, Leute. Nein, 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 nein. Nein. Okay, okay, das geht nicht anders. Das geht nicht anders, das geht nicht anders, das geht nicht anders. Ich wollte drüber hüpfen und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das hätte mein Ende sein können. Alter Schwede. Ich wollte drüber und Schatten machen hier. Aber, Alter. Wir müssen diese Dinger irgendwann mit zum Tageslichtsensor machen, ne? Damit wir gemütlich drüber können und auch Ferdinand nicht mehr da drin hängt. Warte mal. Erstmal, komm mal hier. Komm mal her. Namensschild. Namensschild. So, Amboss. Ja. Ich wollte gerade sagen, abonniert Ferdinand, aber... Ferdinand! So. Tada! Ferdinand!
Keine Dorfbewohner mehr. Verdammt. Okay, gut. Egal. Der Weg zu den Bienen steht soweit. Das ist ja auch schon mal gut. Jetzt gucken wir mal, ob Bienen rauskommen. Nein. 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 Biene. Nein. Nein. Ja, cool. Cool. Hallo, Biene. Oh, oh, oh. Hallo, Biene. Hallo, Biene. Und hallo, Biene. Oh, sehr cool. Okay, wir haben genug Bienen. Wir können noch mehr vermehren. Ist ja nice. Ja, da, aber dann brauchen wir... Dann brauchen wir gar nicht mehr Bäume machen. Wir können jetzt ganz viele Bienenstöcke hier nebenhängen und die schön befüllen. Das ist ja auch sehr gut. Ist ein bisschen doof, dass der da drin ist. Ich hätte die gern all davor, aber machen wir mal. Also wir brauchen ja, stimmt. Wir brauchen ja Honig. Oder Honigwaben, damit wir die Bienenstöcke machen können, ne? Stimmt, stimmt. Hier mal Eisen rein, dann brauchen wir erstmal ein Lagerfeuer, damit wir drüben ein bisschen ernten können. So, Lagerfeuer drunter. Und hier machen wir... Oh, schade. Ja, okay. Egal, was muss, das muss. Können wir später wieder zumachen und Blume drauf, damit das schön symmetrisch ist. Jetzt haben wir eine Schere, haben wir. Das heißt, wir können hier jetzt schon mal... Danke. Sind nicht böse, siehst du. Und wir haben noch Teppich, den müssen wir drauflegen, damit die nicht verbrennen. Oder irgendwie aus Versehen reinfliegen oder so. So, danke. Mann, das ist doch schön. Eine schöne Blumenwiese für die Bienen. Ja, das finde ich gut. So, und jetzt kommen... Oh, hier kommen wir auch schon. Sehr gut. Ist gleich auch schon wieder voll. Das wäre gut. Wir müssen da irgendwie... Könnten eine Blumenfarm machen? Hm, weiß nicht. Knochenmehl haben wir auf jeden Fall genug, um von Hand Blumen zu machen. Bienenstock. So macht man den. Okay. Gut. Dann können wir schon mal zwei machen, ne? So und so. Und so. Zwei Stück. Sehr geil. Und wir müssen auch hier hinten wieder das hier wieder alles mitnehmen und nochmal traden gehen. Wir haben so eine richtige Vorbereitungsphase. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir mal losziehen. Mal in den Nether gehen. Eine Bastion raiden. Ja, pass auf. Jetzt. Vermehren, 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 vermehren. Wir sind ja alle groß hier. Alle schön. Jeder, der will, der darf mal. So, das war's. Und dann müssen wir... Ups. 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 Oh, man kann Pinsel nicht stacken, okay. So, jetzt werdet ihr gebürstet. So, 31 Schalen, 32 Schalen. Nice. Das heißt, wir können 5 Rüstungen machen, die man auch nicht stacken kann. Aber wir müssten die alle vorher einfärben, ne? Alle rot machen. Oder können wir die im Nachhinein färben? Lass mal gerade gucken, aus Lapis... Kriegen wir da nicht blaue Farbe raus? Ja. Yep. Lass mal gucken, ob das geht. Wupp. Na, hat er das Halsband blau gemacht. Ah, okay. Okay, nee, geht nicht. Er färbt das Halsband. Du da oben halt den Mund. Aber... Jam, 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 jam. Werden die Babys dann mit Rüstung geboren? Das wäre ja mega witzig. Ich kann es nicht sehen. Nein, werden sie nicht. Okay. So, traden wir nochmal was. Gucken, ob wir ihn diesmal leer kriegen. Nein, selbst... 15 mal 24 Papier getradet und trotzdem ist der nicht leer. Wahnsinn. Warte, hat der Level up jetzt oder was? Oder fehlt noch ein Stück? Nee, Geselle. Okay, Fluch der Bindung, cool. Nee, wir kaufen das Glas, damit wir den schnell gelevelt bekommen. So... Ah, was hast du jetzt? Zeig her, zeig her. Detlef, zeig her, Detlef. Hä? Detlef, was hast du jetzt? Buch und Federvereinsbank, das ist cool. Und ohne Uhr hätte ich auf jeden Fall gerne, hä? Wenn ich ehrlich bin. Ach so, man braucht ein Buch und Feder. Okay, nee, das ist Käse. Die Uhr finde ich eigentlich ganz geil. Obwohl wir eher noch Glas kaufen sollten. Damit kämen wir schneller vorwärts, ne? Damit würden wir wahrscheinlich nochmal ein Level abschaffen. Aber ich will eine Uhr. Eine Uhr will ich haben. So, und jetzt kaufen wir noch ein bisschen Glas. Ich habe hier sogar noch eine Uhr. Ich bin so doof. Und eine Glocke. Ich bin so doof. Warum bin ich denn so doof? Aber ich habe noch 49 Smaragde. Glas, 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 Glas. Ich will gucken, was er jetzt wird. Meister. Jetzt hat er Namensschilder.
Juhu! Oh, wir können endlich alles durchbenennen. Ich brauche auf jeden Fall noch eins. Und noch eins. Genau. Oh, geil, Namensschilder. Jetzt aber direkt, wir brauchen einmal. Natürlich brauchen wir Sam. Ja, keine Frage. Und wir brauchen natürlich Dillo. Ihr hattet ja einen Namen für das Gürteltier. Deswegen Dillo und Sam. Das sind die zwei Namen, die wir brauchen. Und ich finde, das Schwert nennen wir einfach so, ganz, ganz stumpf Abo. Und die Spitzhacke nennen wir ganz stumpf Like. Dillo! Dillo! Hallo Dillo! Oh, Dillo ist jetzt auch endlich angekommen hier. Und Sam, ja, wir müssen gucken, der Sam braucht ja als einziger eine andere Farbe, ne? Du kriegst auch noch ein Namensschild. Ich nenne dich einfach Bob. So, wer ist denn hier Sam? Wer ist hier? Ich glaube, ich hatte Sam von klein auf. Also nenne ich ihn jetzt Sam. Das ist mein Sam. Mein Labrador. Mein Labradudel. Und jetzt setze ich mich hier hin. Und angel etwas. Und das war jetzt alles so ein bisschen Vorbereitung und Ruhe vor dem Sturm. In den nächsten Folgen wird es dann losgehen, dass wir den Wizard machen und alles. Ich sag vielen lieben Dank. Abo und Like nicht vergessen. Ciao. Mit V.